Der vertragslose Zustand zwischen Steiermärkischer Gebietskrankenkasse und dem Roten Kreuz Steiermark ist ab sofort beendet und kein Patient, der seit dem 1. Juli einen Krankentransport des Roten Kreuzes in Anspruch genommen hat, wird diesbezüglich in Vorleistung gehen müssen. Diese gute Nachricht wurde heute Vormittag beim Pressegespräch im Weißen Saal der Grazer Burg verkündet, an dem neben Landeshauptmann Franz Woves, Landeshauptmann Vize Hermann Schützenhöfer, die Landesrätinnen Bettina Vollert und Christina Edlinger-Bloder, auch GKK-Obmann Josef Besserl und Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer teilnahmen. 2012 bezahlt die GKK rückwirkend fast 4% an Tariferhöhung, ebenso 2013 und 2014. Das heißt, die Tariferhöhung bis Ende 2014 beträgt fast 12%. Die Gespräche seien sehr partnerschaftlich geführt worden, die Reformpartnerschaft habe wohl auch hier durchgeschlagen, so Besserl und Weinhofer.